Moin und viele Grüße aus der Nordsee. Viele Grüße vom neuen Airport Istanbul. Und viele Grüße und Annyeonghaseyo aus Südkorea, Seoul. Ja, also ich lebe jetzt hier die nächsten 4 Monate in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas. Und hier ist natürlich jetzt so um 9:45 noch einiges los. Seoul, das ist das Land meiner Vorfahren. Ich habe bis vor einigen Wochen dieses Land quasi überhaupt nicht gekannt. Ich war einmal hier als Kind und danach nie wieder. Und deswegen ist das jetzt hier alles sehr neu. Die Sprache, die Kultur, die Menschen, das entdecke ich gerade alles. Das Essen ist hier sehr wichtig und fantastisches Essen übrigens, das kann ich nur jedem empfehlen. Dann komme ich also in das Restaurant rein und werde direkt sehr schnell und temperamentvoll koreanisch begrüßt und ja, was wollen Sie essen und so weiter. Und das ist alles sehr schwer für mich aufgrund der Sprache. Und dann muss ich natürlich erstmal erklären, dass ich aus Deutschland komme. Diese Dinger stehen oft auch vor Restaurants, damit sozusagen der Fisch noch sehr frisch ist. Und die Koreaner wollen sehr gerne frisch essen. Und deswegen werden die dann immer kurz davor gefangen. Und dann eben, bis sie dann wirklich gebraucht werden, die Fische dann noch in Aquarien gelassen. In Deutschland ist das wiederum nicht so. In Deutschland würde ich aber auch nie direkt so angesprochen werden. Bis ich dort den Mund aufmache, bin ich dort immer der anders aussieht. Der nicht so ist wie die anderen. Aber wer entscheidet denn überhaupt darüber, wer ich bin? Wer entscheidet darüber, wer wir sind? Darf das überhaupt jemand anderes als wir selbst? Ich meine, so geht es ja vielen in Deutschland. Viele Leute in Deutschland haben komplexe Hintergründe. Deren Eltern kommen aus unterschiedlichen Ländern. Wir reisen viel, kommen viel herum. Wir erleben viel, nehmen viel mit und das prägt und bereichert uns. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Kommt zum Konzert und ich nehme euch mit auf eine Reise mit viel Diskussion, vielen Eindrücken. Kommt zum Konzert am 16. November auf das Schiff MS Altenwerder. Ich freue mich auf euch. Ciao.